Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei Rome to Total War. Mitten in der Nacht, ich bin gerade heimgekommen und habe jetzt noch ein bisschen Bock zu zocken und deshalb werden wir jetzt mal unsere Osterweiterung weiter voranbringen. Haben hier jetzt übrigens neu im Beta-Update hier die Technologieanzeige, wie viele Runden verbleiben bis zum Abschluss der Forschung. Das habe ich nämlich vorher noch nie gesehen hier. Jetzt können wir mal eben kurz aber in den Handel reingehen. Übrigens, die Performance auf der Übersichtskarte soll jetzt besser sein. Werden wir mit der Zeit wohl merken. Oh, Thrakien ist minus 1. Aber ist okay, die haben im Moment 100. Ordnung. Das kommt daher, weil ich Antaia verloren habe. Werde ich mir aber zurückholen. Braucht nur eine Sekunde. Ich erwarte eure Befehle. So, hier haben wir auf jeden Fall schon mal einen Admiral mit Schiff können. Will aber jetzt kurz in die Diplomatie rein und gucken, ob wir denn nicht so ein paar Handelsabkommen noch hinkriegen. Ich grüße euch im Namen meines gefürchteten Herrn. Sprecht ehrlich und ihr werdet eine ebenso ehrliche Antwort erhalten. Na, zurück. Libyen mag mich nicht. Sprech, und ich will mit der Stimme. Mach trotzdem aber ein Handelsabkommen mit mir. Nicht Angriffspakt. Mit Ägypten handeln wir. Rhodos mag mich auch nicht. Pontos, mit dem bin ich im Krieg. Bithynien auch. Kimmer, mit denen habe ich schon ein Handelsabkommen. Willkommen, willkommen. Im Geiste der olympischen Gastfreundschaft heiße ich euch willkommen und werde euch zuhören. Nee, alles was niedrig ist, habe ich auch keine Lust, das auszuprobieren. Willkommen, willkommen. Willkommen, Freund, willkommen. Danke sehr. Und jetzt gucken wir mal, Handelsabkommen. Abgelehnt, herrlich. Du mich auch. So, dann haben wir die Süben oben, die mich nicht mögen. Seid gegrüßt, mein Freund. Dann nicht. Können aber natürlich trotzdem versuchen, mit dem Handelsabkommen hinzukriegen. Dann auch nicht. Ich habe auch keine Lust, euch jetzt Geld zu geben. Ah, ich wollte doch gar nicht aus der Diplomatie wieder raus. Komm, was gibt's denn hier? Die Liga, mit denen haben wir schon Handelsabkommen. Rom mag uns eh nicht. Die Veneter mögen uns auch nicht. Sprech, oh, sie mögen auch keinen Nicht-Angriffspakt. Ein Handelsabkommen auch nicht. Man kann es ja versuchen. Vulkai, die sind noch nicht angepisst ihr gegen uns. Wir willkommen. Haben aber Nicht-Angriffspakt. Handeln wollen sie trotzdem nicht. Die keltiberische Konföderation, mit denen heile ich, handel ich schon. Okay, das erstmal dazu. Jetzt können wir mal schauen. Wir haben kein Gold mehr für diese Runde. Ist gut oder auch schlecht. Gucken wir mal, wir haben hier eine Armee rumstehen. Wir haben hier oben den Admiral Doris. Ich sehe gerade, man kann ein bisschen auf der Karte reinzoomen. Admiral Diok. Es ist eine Ehre zu dienen. Ich erwarte eure Befehle. Die sind alle recht fit. Ich erwarte eure Befehle. Die haben keine Stellung. Plündern. Minus 20 Unterhalt. Wache. Ausrücken! So, schicken wir den mal hier hin. Kommandant! Niemand wird entkommen! So, jetzt haben wir nämlich keine Unterstützung. Vom Meer war ja klar. Die Siedlung wird belagert! Es ist eine Ehre, zu dienen. Das ist unmöglich. Ach du Scheiße.
bringt mir auch nichts an der Stelle. Achtung! Die Flotte meldet sich. Rudert, rudert, rudert! Genau. Richtig, rudert mal einfach alle weg. Zum Sieg! Die Siedlung wird belagert! Zurückfallen! Du musst auch zurückfallen. Zu euren Diensten. So, ihr könnt noch Gewaltmarsch. Attentat, dafür werde ich nicht mehr genug Kohle haben. Ist nix. Ne. Hier oben selbe Problem. Okay, die Ordnung steigt. Ihn wollte ich zurückziehen wahrscheinlich. Marschiert, bis euch die Füße bluten. Und dann marschiert weiter. Um Attalia zurückzuerobern. Ich erwarte weitere Befehle. Hier oben bauen wir schon Schiffe. Ah, ganz schlechte Nummer insgesamt. Zu euren Dienst, ja. Ich erwarte eure Befehle. Dann setzen wir den schon mal. Aber dann werde ich wahrscheinlich die Ordnung verlieren, ne? Die plus 3. Da müssen wir noch 2 Runden warten. Beenden wir erstmal die Runde. So. Tolle Wurst. Ich mach die mal eben automatisch. Wir haben nur 2 Garnisonsschiffe verloren. Wir versklaven mal eben die Gefangenen. Hauptsache, ich bin sofort hier wieder... Ich habe mit den weisen Frauen gesprochen. Ja, wir machen nicht Angriffspakt. Ist mir an der Stelle egal. Hauptsache, Odessos wird sofort wieder in Blockade gesetzt hier. Ich hoffe, meine Schiffe werden jetzt wenigstens gebaut. Es tut mir leid, ich habe den Kampf automatisch berechnet, weil ich jetzt diese Schlacht nicht im Fokus meines Seins legen will. Vor allem voll krass, ich habe in ein LP von jemand reingeguckt, von irgendeinem Engländer, der Rome 2 spielt, und es ist krass, wie bei ihm der Rundenwechsel ist. Da bin ich fast umgekippt, wie das abging, aber wahrscheinlich ist das, weil er nicht die Bewegung am Anfang verfolgt. Sabotageversuch. So, diese Siedlung wird blockiert. Ägypten, Handel nicht mehr möglich. Großen Erfahrungsschatz, bei welchem Mann? Ach so, bei ihm. Eure Befehle. So, dann können wir ihm noch irgendwie wen mitgeben. Machen wir das. Baubericht. Geweihter Boden. Und schon haben die hier plus 2 hinten laufen. So, noch mehr Energy. Meine Flotte wurde zerstört. Ja, meine Garnisonsflotte, aber sonst wurde doch nichts kaputt gemacht. Kommandant? So, können wir ganz normal laufen. Angriff. Massiv überlegen, deshalb automatischen Angriff, Freunde. So, gegnerischer General auch erledigt, 2 Stück. Oh, die haben auch die Infotext hier erweitert. Da sehen wir nämlich genau jetzt, was passiert bei der Eroberung zur nächsten Runde. Minus 50 und die Instabilität. Minus 1 pro Runde baut die ab. Genauso wie hier, die Instabilität minus 8 wird minus 1 pro Runde abgebaut. Ich erwarte weitere Befehle. Ihr Hunger nach einer Schlacht. So, hier sind meine Soldaten dann auch fit.
So, machen wir hieraus auch Belagerungsexperten. Die Flotte meldet sich. Oh mein Gott, das sind auf jeden Fall mehr als ich habe. Bereit zum Kampf. Es ist eine Ehre zu dienen. Mhm. So, erstmal alles aus. Dann du gegen ihn. Zielkunst. So, der Gegner wurde verwundet an der Stelle. Wie kann ich euch dienlich sein? Hier ist 100% meine Kultur. Hier auch. Hier auch. Hier sehr wahrscheinlich nicht. Bam, 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 bam. Wie kann ich euch dienen? Wie kann ich euch dienlich sein? Die Wurzeln des Wissens sind... Ach, lassen wir ihn mal ein bisschen arbeiten hier in der Provinz. So, in einer Runde. Ihr Hunger nach einer Schlacht. Bam, bam, bam. Toll, minus 21. Aber wenigstens haben wir alle Städte zurück. Ach, das macht nur... okay. Ja. Kommandant. Na. Na. Aber die machen ja auch nur Bonus, weil ich ihn hier stehen hab. Weil wir mal hier die... Schreibt euch ein für ein Leben voll Ruhm! Ich darf nur eine Einheit davon rekrutieren noch. Ja, dann holen wir uns noch zwei Reiter. Ich erwarte eure Befehle. Er ist ja voll. Aber sie hatten hier eine relativ große Armee. In Samizigituso. Die Flotte meldet sich. So, mal eben speichern. Weil ich muss gucken, ob ich Landsupport kriege. Und kriege ich nämlich nicht an der Stelle. Dann machen wir mal eben SDRGL laden von gerade eben. Da muss ich meine Landarmee erstmal ins Meer ziehen, damit ich vielleicht Support kriege von meiner Flotte im Wasser. Und dann sind wir extrem überlegen. Und dann können wir mal versuchen, eine Seeschlacht auszufechten. Und zwar so, weil ihr habt euch das ja, ein paar haben sich das gewünscht, dass das mal passiert. So, jetzt haben wir, sind wir in der Nähe für den Angriff auf ihn. Jetzt können wir sie wassern lassen. Sehen wir nämlich, zum einen sind unsere Schiffe da. Die Seedrachen sind da. Und wir spielen jetzt das Gefecht. Ah, verdammte Hacke. Da bin ich mal gespannt. Obwohl, das Problem daran ist einfach, Seeschlachten sind so mega kacke, deshalb versuche ich sie immer zu vermeiden, sie selbst zu steuern. Weil generell müsst ihr jetzt von der Seite immer rammen. Frontal rammen bringt ja nicht viel, obwohl, dann können wenigstens mal Nahkampfschiffe, Einheiten, was auch immer, auf die feindlichen Speerwerfer wie soll ich sagen, Schiffchen drauf hüpfen. Man beachte, es sind ein paar Schiffe, definitiv.
Transportschiffe! Transportschiffe! Ganz vorne stehen hier meine Scorpion. Aber es sieht so aus, als wenn ich die gar nicht einsetzen kann. Zu Befehl! Boah, so ein Schmarrn. Das ist so schlimm. Ich werde die Scorpion aber anders setzen, oder? Ach komm, wir starten einfach. Voll geil. Spiel gestartet, die Männer wanken. Unsere Verstärkung ist eingetroffen. Schiffe erwarten eure Befehle. Das ist doch alles Schmarrn. Vor allem, er stellt jetzt einfach eine gerade Linie. So, lassen wir mal die KI angreifen. Du Scheiße. Wo bleiben eigentlich die Gallier jetzt? Ach, du verschmantete Mistratte. Man achte übrigens drauf, wie die KI das macht. Die versucht nämlich immer jetzt zu flankieren. Schiffe bereit! Lasst sie euren Stahl schmecken! Ich erwarte eure Befehle! Befehle. Angriff! Die Männer wanken. Ja, Kommandant. Ja. Wir haben es. Auf meine Befehl! Rüstung! Ei, ei, ei. Die Männer wanken. Sehr schön, meine eigenen Schiffe, rammen sich selbst. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Ja, ich sehe jetzt schon, was hier abgeht. Boah, was für ein sinnloses Durcheinander. Ja, wann ist das an und wann ist das aus übrigens? General! Kommandant! Transportschiffe
Schiffe einsatzbereit. Erwartet eure Befehle. Transportschiffe, erwartet eure Befehle. Unser General wird angegriffen. Kommandant. Zurück! Zurück! Zieht euch zurück! Ruck, ruck. Auf meinen Befehl! Rückzug! Ach so, darf ich entern, okay. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Ja, vor allen Dingen, weil das total super ist, wenn Enter-Modus von vornherein deaktiviert ist. Unser General ist gefallen. Weil das ist natürlich eine super Voraussetzung. Die Männer wanken. Oh mein Gott. Soll dazu mal was sagen? Verdammt. Wie ihr befehlt. Bleibt Information. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Ja, Kommandant. Boah, komm, KI, greif einfach an. Ruck, ruck. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Ja, Kommandant. Es ist so sinnlos, eine Seeschlacht zu machen. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Wo man damals noch sagen musste, bei Empire oder sowas. Da waren Seeschlachten heftig, ey. Bei Shogun 2 war es wieder okay. So, wir beschleunigen jetzt einfach mal. Damit das Elend schneller ein Ende hat. Dann werden wir nämlich nachladen. Vielleicht liegt es auch einfach an der Uhrzeit. Die Männer wanken. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Ich frage mich auch, was das hier ist. Was ist das für ein Plan? Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Die Männer wanken. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Ja, wir sind doch gleich unsere alle tot. Männer fliehen vor der Sehr Schlacht. Gut. Das ist ein schändlicher Anblick. So. Gefecht beenden. Hatte ich jetzt kurz vorher gespeichert dabei? Ich weiß das schon gar nicht mehr. Aber es ging jetzt gar nicht. Was ja das Problem ist einfach, dass der RAM-Modus ausgeschaltet war. Von vornherein. Und deshalb ich ein bisschen angepisst bin. Aber was soll das? Warum ist ein RAM-Modus ausgeschaltet? Vor allem bei Nahkämpfertruppen. Was sollen sie denn machen? Beziehungsweise der Enter-Modus war ja ausgeschaltet. RAM-Enter-Modus. Das fand ich schon immer bei Total War Button schwierig. Ob es nun in der deutschen Lokalisierung ist oder was auch immer. Ja. Dass da einfach dran steht, hier, Button, schieß mich tot. RAM-Enter-Modus. Aber sonst steht nichts dabei. So, jetzt machen wir es einfach automatisch. Da sind die Verluste zwar auch ziemlich hoch. So, Gefangene versklaven. Immerhin war ich einmal in der Schlacht drin. Ah, sie sind unglücklich. So, die sollten jetzt eigentlich in der Lage sein, die auszuschalten. Aggressive Stellung. Wir kriegen den General schon wieder nicht erledigt. Ah, doch. Die Köpfe der Hydra hat viele Siege errungen. So, Schiffsabwehrer.
Was haben wir hier? Hingabe plus 1, Autorität plus 2. Schüsse pro Minute für alle Einheiten. Das nehmen wir mal mit rein. Ist bei einer Flotte nicht ganz unpraktisch. So, tun wir den erstmal in den Hafen rein, dann können sie sich ein bisschen verstärken wieder. Zu euren Diensten. Müssen die ja im Moment auch. So, in einer Runde gibt es wieder mehr Brot. Das hatten wir alles erledigt. Den hatten wir hier unten auch eingenommen. Wir hungern nach einer Schlacht. Hier ist auch alles in Ordnung. Was wir jetzt noch machen können, wir haben 518 frei. Aber ich glaube, ich habe hier oben schon produziert gehabt, die Runde, ne? Ja, genau. Gut, dann können wir... nein, dann wollen wir die Runde noch nicht beenden. Ares Schrecken. Die kriegen noch einen so rein, ja. Gut, für die Armee selbst. Oder wir machen noch was Spezielles. Minus 4% Unterhalt für alle Landeinheiten. Machen wir es mal. Bringt uns auch Kohle. Und Kohle können wir gebrauchen. So, dann mal. Was bitte? Wir haben kein... was? 2 von 3 Erlasse laufen? Ach so, der hier ist weg. Dann machen wir hier wieder den ausgeglichenen. Für öffentliche Ordnung und Wohlstand... Jetzt aber. Jetzt dürfen wir die Runde beenden, oder? Klick. Sehr schön. Es wird bestimmt Odessos eingenommen. Wir werden sehen. Oder es passiert einfach gar nichts. Ach ja. Boah, wenn das mal schneller gehen würde, ey. Das wäre geil. Aber dafür muss ich wieder 2 Jahre warten wahrscheinlich. Wenn ich die die übernächste Generation... einige sogar gestorben. Toll, Vorrat vergiftet. Zu euren Diensten. Wo auch immer der Spion ist. Bereit zum Kampf. Ich lebe für den Krieg. Seid ihr Männer? Genau, mach mal Militärausbildung. Ach, wir dürfen den gerade gar nicht, noch nicht mal zurückziehen. Kann ich euch dienlich sein? So, hier wird Fische. Minus 4 öffentliche Ordnung. Na, lassen wir das noch gut sein. Minus 4 Nahrung. Ah. Naja, okay, machen wir's. Zu euren Diensten. Können wir ihn wirklich sofort angreifen? Natürlich nicht. Dann lassen wir die... ihn da drin mal hocken. So, haben hier ein bisschen was... vorbereitet. Verdammt, haut er ab. Ich erwarte eure Befehle. Aber wir können ihm hinterher. Lasst niemanden am Leben. Und dann ist auch diese Pontus-Flotte zerstört. Ich sehe Ruhm. Die Flotte meldet sich. Und danach geht's wieder rein bei Odysseus. Plus 2 Autorität beim Admiral, minus 4 Rekrutierungskosten für Flotte. Ja, dann machen wir das. Hier können wir es auch das Gehöft zur Viehweide ändern. Oh, wir haben kaum noch Kohle. Ach, ich weiß doch warum. Wir lassen ihn mal, weil wir werden weiter die Armee hier oben ausbauen, damit wir hier nachher rüberziehen können, noch mehr Feinde generieren. Ich glaube, wir haben so viele spartanische Hopliten, wir dürfen keine mehr
keine mehr bauen. Seid ihr bereit zu dienen? Hm. Erstmal so. Das würde mich 2000 kosten. Das können wir uns nicht mehr leisten. Was haben wir denn hier unten in Pella noch? Ja, minus 10 öffentliche Ordnung. Nee, danke. Können wir auf jeden Fall knicken an der Stelle. Das können wir uns alles auch nicht mehr leisten. Vor allem das ist krass, ey. Minus 12 Nahrung, minus 12 Ordnung. Kommandant. Naja, jetzt, dann nutzen wir noch ein bisschen Kohle hier für die Armee. So, und dann sage ich mal, das war's für diesen Part in Rome 2. Wir haben unsere Stadt zurückerobert, wir haben einige Armeen ausgeschaltet, wir haben eine Seeschlacht verloren, die richtig schlecht war und können jetzt mit bestem Gewissen aufhören. Bis zum nächsten Mal, Freunde der Spielkultur. Ich bin euer Doc. Ciao.